herzliches Willkommen. Wir sind bei Montag, 8. April 2024. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes, geruhsames und wenn möglich auch sonniges Wochenende. Wir starten die neue Woche ebenfalls wieder mit Sonne, Merkur und Venus im Widder. Der Merkur ist natürlich weiterhin rückläufig und damit auch, ja, ist da Stagnation, Missverständnisse sind da drin. Und man sollte sehr vorsichtig sein. Wir haben auch den Mond im Widder. Damit haben wir geballte Feuerenergie, Durchsetzungskraft und Dickköpfigkeit möglicherweise. Wir haben heute auch den Neumond im Widder und eine Sonnenfinsternis. Das bedeutet, ja, auf der einen Seite natürlich den großen Willen und Wunsch, Neues zu beginnen, auf der anderen Seite den rückläufigen Merkur. Und wir haben die Sonnenfinsternis, die immer auch, sagen wir mal, zur Vorsicht rät. Ja, man sollte also sehr aufpassen. Das bedeutet auch, mit Pluto im Wassermann sollte man sich nicht zu eigenmächtig und nicht zu selbstgerecht nach vorne wagen, sondern man sollte sehr genau hinschauen, was man wie tut. Ja, einfach zur Vorsicht. Wir haben auch eine Verbindung von Sonne und Mond, klar, beides im Widder. Und man sollte da eben zum Beispiel seinen Aggressionen, seinem Frust oder irgendwelchen Dingen, die einen vielleicht wütend, traurig oder irgendwie angepiekt machen, vermeiden. Wenn es irgendwie geht, das kann jeden treffen. Das sind nicht nur die Feuerzeichen, auch die anderen können ganz schön gereizt und ein bisschen, ja, zu forsch unterwegs sein. Das kann mit dem Auto sein, das kann auch in der Kommunikation sein, das kann auch, ja, beim Durchsetzen von Dingen sein. Also bitte seid da sehr, sehr vorsichtig. Es kann sehr leicht, sehr schnell eskalieren. Da ist sehr viel Aggression mit drin, ja. Wir haben natürlich Jupiter und Uranus im Stier, die zur Ruhe natürlich erinnern, aber es kann auch sein, dass das jetzt nicht so viel Einfluss auf den einen oder anderen hat. Man sollte sehr besonnen vorgehen. Wir haben auch natürlich die Fische-Energie, wir haben den Mars in den Fischen, wir haben Neptun, Saturn in den Fischen, was ja auch eine gewisse Intuition mitbringt. Allerdings kann es auch sein, dass bei allem Feingefühl und aller Intuition eben auch mal der eine oder andere, naja, was falsch versteht, gerade bei Merkur rückläufig. Und deshalb sollte man da eben sehr, sehr vorsichtig und auch sehr aufmerksam und bedacht vorgehen. Das klingt alles fürchterlich, aber ich sag mal, wenn man mal einen Tag so ein bisschen genauer hinschaut, wo man seinen Fuß hinsetzt oder wo man jetzt zum Beispiel auch sich auseinandersetzt, dann kann das nicht schaden. Ja, man muss es nicht dramatisieren, aber man sollte es auch nicht verharmlosen. Ich wünsche euch natürlich das Bestmögliche und keine Aufregung und hoffe, dass das auch nicht passiert, aber dann ist das auch euch selbst zu verdanken. Wir schauen uns das jetzt mal an, wie das für die einzelnen Sternzeichen so aussieht. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Ich hoffe, du hattest ein schönes, erholsames Wochenende und hast dich ein klein bisschen auf den heutigen Tag vorbereitet. Wir haben weiterhin Sonne, Merkur rückläufig und Venus im Widder. Das ist natürlich eigentlich eine soweit gute Konstellation für dich. Man muss nur auf den Merkur rückläufig achten. Wir haben heute auch den Mond in deinem Zeichen. Geballte Widderenergie, aber das ist eben mit der Sonnenfinsternis und dem Neumond in deinem Zeichen natürlich auch wieder so ein bisschen aufpassen. Ja, man sollte einfach ein bisschen Acht geben, was man sagt und tut. Wir haben heute eine Verbindung auch zwischen der Sonne und dem Mond. Ja, man möchte heute durchstarten, man möchte heute irgendwas umsetzen und sich durchsetzen, ja, auch mit Pluto im Wassermann. Allerdings ist da Vorsicht geboten. Die Sonnenfinsternis ist immer so als Hinweis auf, ja, ich sag mal, Eskalation sozusagen im Raum. Man sollte das natürlich dann vermeiden. Also nicht um jeden Preis seinen Willen durchsetzen oder sich, wenn möglich, aus Streitigkeiten raushalten. Es könnte eskalieren. Einfach auch einmal diese feurige, temperamentvolle Energie. Man ist schnell auf 180, andere auch. Und mit Pluto möchte man das unbedingt durchsetzen und ist da vielleicht auch ein bisschen eigenwillig und stur.
So, wir haben Jupiter und Uranus im Stier. Nicht große Auswirkungen hat das auf dich. Wir haben aber sensitive Energien, die du nutzen solltest. Wir haben Mars, Neptun, Saturn in den Fischen. Pardon. Um sich auf die Situation und die möglichen Gegenüber dann auch einzustellen, lieber Vorsicht walten zu lassen. Und wenn du durch deine Intuition Warnsignale erhältst, diese bitte auch zu beachten. Ja, keine Panik, es geht nur darum, achtsam und vorsichtig vorzugehen. Das kann ja nicht schaden. Wir haben die Waage-Energie des Ausgleichs. Also immer schön gucken, dass alles so ausgeglichen ist, dass man nicht übertreibt, gerade in zwischenmenschlichen Beziehungen. Auch was dich selbst betrifft. Natürlich sollst du auch achtsam und vorsichtig mit dir selber umgehen. Sehr gemäßigt Auto fahren, sag ich mal, und auch nicht losstürmen und auch so ein bisschen das Temperament im Zaum halten. Das ist nicht einfach, vier der Kelche. Es kann auch sein, dass jemand etwas macht, sagt, irgendwie was um dich herum passiert, was nicht so angenehm ist oder dass andere eben ausflippen. Auch das wäre möglich. Aber sich da so ein bisschen hier zurückzuhalten, beziehungsweise, ja, ein bisschen vorsichtig zu sein. Wir haben die 10 der Kelche. Das hilft dir. Das hilft dir, dieses wohlwollende Gefühl in dir, dass du eben achtest, okay, da ist jetzt jemand auf Krawall gebürstet, da muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Ich bin da zurückhaltend, auch wenn ich natürlich etwas Entsprechendes entgegnen könnte. Ich kann mir das ja für einmal verkneifen, ja. Ich muss jetzt nicht hier, ja, diese Diskussion noch am Laufen halten, sondern ich bemühe mich eben da, vielleicht als Friedensstifter oder als Beruhiger einzutreten. Das ist die Power, die du als Widder nutzen kannst, um da eben auch, ja, ich sag mal, ein bisschen für Ruhe und Freundlichkeit zu sorgen. Wohlwollend, Liebe natürlich, Eigenliebe genauso wie zu den Mitmenschen. Wie gesagt, der ein oder andere kann ein bisschen überreagieren. Ich hoffe, du hast das alles im Griff. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind heute beim Montag, 8. April 2024, und ich hoffe, auch dein Wochenende war ruhig, entspannt, erholsam. Ja, wichtig, sich für heute so ein bisschen stärken. Wir haben die Sonne, den rückläufigen Merkur, die Venus und den Mond im Widder, also geballte Widderenergie, Feuerenergie. Mit dem Kopf durch die Wand, und du als Stier bist ja auch manchmal ein bisschen stur, das weißt du auch. Und das kann das Ganze natürlich verstärken, begleitet auch noch von dem Pluto im Wassermann. Und jetzt der Merkur rückläufig kann eben in den zwischenmenschlichen Bereich oder in der Kommunikation für Missverständnisse sorgen. Zudem die Verzögerung, da kann man schon mal aus der Haut fahren. Und das passiert nicht nur bei dir, das passiert natürlich auch bei anderen. Deswegen ist es besonders wichtig, sich zu überlegen, ob man da jetzt drauf einsteigt oder das lieber erstmal auf sich beruhen lässt. Man kann ja vielleicht in gemäßigter Atmosphäre später nochmal auf das Thema zurückkommen. Damit meine ich in den nächsten Tagen oder so. Du hast als Unterstützung natürlich Jupiter und Uranus zur Seite stehen. Das bedeutet, vieles fällt dir leichter. Also entweder dieses sich auf andere einstellen oder das nicht so eng zu sehen, beruhigend zu wirken. Also das wäre schon ganz gut. Wir haben ja auch die Unterstützung von Mars, Neptun und Saturn in den Fischen, die dir helfen, sich gefühlsmäßig auch auf das Gegenüber einzustellen. Verändern muss man jetzt nicht unbedingt was. Ja, wie gesagt, es ist sowieso so, dass man, naja, Routine nachgeht, und wenn dann jetzt Eskalationen drohen, sollte man eben auch ein bisschen Acht geben, gerade auch wegen der Sonnenfinsternis. Sonnenfinsternis ist auch, ich sag mal, überliefert immer ein, sagen wir mal, gefährliches Omen, wo man eben zu heftig reagieren kann, die Menschen zu heftig reagieren können, und mit der geballten Feuerenergie ist da eben besondere Vorsicht geboten. Du entscheidest natürlich immer selbst, wie du damit umgehst. Du kommst auch gut voran. Ich denke, weil du eben dich an die Fakten hältst. Da sind auch die Beziehungen zwischenmenschlicher Natur wichtig. Ja, vielleicht bist du auch der Fels in der Brandung für den einen oder anderen. Da ist die Erdenergie des Königs der Münzen. Da ist auf einer Seite natürlich Stabilität und Sicherheit, aber auch Dankbarkeit und Demut drin, dass man eben auch so ein bisschen, naja,
nicht übertreibt und vielleicht auch anderen so ein bisschen sagt, komm, ist gut, ne, wir sprechen da nochmal in Ruhe drüber oder so, dass die eben nicht so aus der Haut fahren. Wir haben die 10 der Kelche, das ist eben auch Liebe, Gefühl, Einfühlsamkeit, auch auf sich selber natürlich genauso Acht geben. Der Hierophant steht nicht nur für andere, sondern eben auch für einen selbst, dass man sich selbst nicht überfordert und dass man sich auch selbst ein bisschen ja aufmerksamer sieht, wohin man den Fuß setzt, wie schnell man fährt und dass man sehr aufmerksam ist, auch gerade wenn man unterwegs ist. Ich denke, es geht einfach auch darum, dass man so ein bisschen merkt, oh, das ist jetzt alles so ein bisschen aufgemischt heute, da muss man Ruhe reinbringen und da bist du eben auch als Stier gefragt und kannst das auch sicherlich mit deiner ruhigen Erdenergie gut bewerkstelligen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind heute bei Montag, 8. April 2024 und ich hoffe auch, du hast das Wochenende genutzt, Kräfte zu sammeln, dich zu erholen und so ein bisschen auf den heutigen Tag vorzubereiten. Wir haben die Sonne, die Venus, den Merkur und auch den Mond in Widder. Der Merkur ist bekanntermaßen rückläufig, sorgt dann auch für Stagnation und auch für Schwierigkeiten, also dass man missverstanden wird, ja. Mit dem Mond haben wir auch noch Neumond im Widder. Wir haben eine Sonnenfinsternis, die bekanntermaßen eben auch immer darauf hinweist, besondere Vorsicht walten zu lassen. Wir haben dann eben auch, mit Pluto im Wassermann die Energie, dass man etwas umsetzen möchte, dass man mit der Widderenergie vielleicht ein bisschen zu beherzt rangeht oder zu eigenwillig, zu stur, könnte man auch sagen, dickköpfig, ja. Das sollte man nach Möglichkeit überlegen. Wir haben, ja, Jupiter und Uranus im Stier hat keine großen Auswirkungen auf die Zwillinge, aber wir haben auch Fische-Energie. Wir haben den Mars, Neptun und Saturn in den Fischen. Und Neptun kann die Realität auch für die Zwillinge manchmal ein bisschen schwer erkennbar machen. Und das ist bei Merkur rückläufig ja dann besonders riskant. Deswegen bist du gehalten, Ruhe zu bewahren, ja, ruhig zu bleiben, erstmal zu gucken, was ist dran, und natürlich auch selber nicht zu gereizt an die Dinge oder die Menschen heranzugehen. Man hat Einfühlungsvermögen, Intuition, aber wie gesagt, mit Neptun kann man auch, ich sag mal, launisch sein. Oder man bekommt den falschen Eindruck. Darauf sollte man achten. Halte dich an die Fakten und versuche, Ruhe zu bewahren und dich auch nicht zu verzetteln, zu viel gleichzeitig zu tun. Jetzt bei Merkur rückläufig ist es besser, eins nach dem anderen zu tun und nicht 5 Dinge gleichzeitig. Wir schauen mal, was wir heute haben für die Zwillinge. König der Kelche. Das bedeutet, so ein bisschen zurückhaltend zu sein, Dinge zu hinterfragen. Das ist die skorpionische Energie. Misstrauen bedeutet ja nicht immer, dass man den Menschen misstraut, sondern dass man den Dingen auf den Grund geht und eben auch schaut, ist was dran, stimmt das so und kann ich das so machen. Dabei ist eine große Fürsorge dabei für die Mitmenschen, ja, also dass man eben sehr freundlich ist und entgegenkommt und auch zuhören kann. Die Königin der Stäbe ist natürlich Optimismus und auch das Gefühl, ich packe mit an, ich kümmere mich darum, ja. Das ist schön, aber wie gesagt, im Rahmen, ich sag mal, der Routine sollte das stattfinden, nicht darüber hinaus. Jetzt haben wir den Neuanfang, wir haben ja auch den Neumond im Widder. Wir haben aber auch gehört, dass jetzt Merkur rückläufig ist und man nicht unbedingt etwas Neues beginnen sollte. Man kann auf Dinge zurückgreifen, man kann auch Pläne schmieden, aber man sollte jetzt nicht direkt etwas Neues beginnen. Da haben wir die 6 der Münzen. Es bedeutet eben, den Ball flach zu halten, das zu machen, was möglich ist, weiterzumachen wie bisher. Man kann natürlich für sich auch, ne, mit der skorpionischen Energie Dinge planen, vorbereiten, für sich einen Plan machen für nach der Zeit der Rückläufigkeit. Man kann jetzt tatkräftig mitwirken, dass die Dinge gemäßigt bleiben, dass man selber nicht, seinem Temperament nachgibt und vielleicht zu schnell fährt oder zu hastig unterwegs ist, dann stößt man sich oder tut sich weh oder stolpert. Das sind so die Dinge, auf die man achten sollte. Und das kann natürlich auch im Umfeld passieren, was dann noch nervöser machen kann. Also bleib ganz bei dir, gehe sehr achtsam, also sehr bewusst die Dinge an und auch im Zusammenspiel mit anderen. Ich wünsche dir viel Erfolg, einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Thank you.
Ein herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind heute bei Montag, 8. April 2024. Ich hoffe, auch du hast das Wochenende genutzt, dich zu erholen, dich auf diesen Tag vielleicht ein bisschen vorzubereiten, entspannt zu bleiben, nicht zu persönlich zu nehmen und Ruhe zu bewahren. Das ist sehr wichtig. Wir haben die Sonne, die Venus, den Merkur und den Mond im Widder. Wir haben den Merkur rückläufig. Das bedeutet viele Missverständnisse, Verzögerungen, dass Dinge nicht funktionieren und man natürlich auch selber die Dinge nicht forcieren kann, auch wenn man das noch so gerne möchte. Mit der Widderenergie kann man ein bisschen stur darauf beharren oder auch als Krebs natürlich vielleicht ein bisschen Druck ausüben. Das sollte man lieber lassen. Wir haben Pluto im Wassermann, der das natürlich auch verstärkt. Da ist der Freiheitsgedanke, ich will das jetzt umsetzen. Wir haben auch Neumond im Widder, was bei Merkur rückläufig natürlich nicht so optimal ist. Ja, man sollte ja nichts Neues anfangen, man kann planen, aber noch nicht umsetzen. Und wir haben die Sonnenfinsternis, die eben auch dafür sorgt, dass gegebenenfalls Dinge passieren oder dass man sehr unachtsam ist. Auch da sollte man sich darauf einstellen, dass man das berücksichtigt und besonders vorsichtig und achtsam heute durch den Tag geht. Ja, und da haben wir natürlich auch Unterstützung mit Jupiter und Uranus im Stier, die Erdenergie, die dich eben auch auf das konzentrieren lässt, was vor dir liegt. Und das fällt dir dann auch als Krebs ein bisschen leichter als anderen. Vielleicht kannst du da auch anderen, ja, ich sag mal, so ein bisschen helfen, ne, diese Routine zu finden. Wir haben auch Mars, Neptun und Saturn in den Fischen, Einfühlungsvermögen, deine Intuition ist immer da, aber das verstärkt natürlich noch dieses Feingefühl für andere, vielleicht kannst du da helfen, aber du musst dich nicht in Streitigkeiten einmischen, ich glaube, das wäre sogar riskant, da sollte man dann ein bisschen aufpassen. Keine Panik, wir kriegen das hin, wenn wir achtsam vorgehen und nichts überstürzen. Wir haben den Fokus, ja. Page der Stäbe, wir konzentrieren uns auf das, was wir gerade tun und lassen uns da auch möglichst nicht aus der Ruhe bringen. Wir haben Ideen, klar, mit dem Neuanfang bist du kreativ und so weiter. Behalte diese Ideen, schreib sie auf, notiere sie dir, damit du sie vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt umsetzen kannst. Es kann auch sein, dass du auf Dinge zurückgreifst, ja. Und wir haben die Erdenergie, die dich trägt, die dir auch so ein bisschen diesen sicheren Boden unter den Füßen gibt, dass du da eben sagst, okay, ich mache Dienst nach Vorschrift und versuche mich eben auch von anderen nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Damit fahre ich ganz gut. Mit dem Ritter der Stäbe kann es natürlich sein, dass man ein bisschen unvorsichtig ist manchmal. Versuche das, wenn das vorkommt, so ein bisschen im Griff zu haben, dass das eben, ja, ich sag mal, dass du nicht stolperst oder irgendwie zu hastig reagierst und dann Glas umschmeißt oder irgendwie sowas. Sowas könnte passieren, wenn man zu nervös ist. Deswegen ist es wichtig, mit der Erdenergie darauf zu achten, dass man eben eine Sache macht, die anderen Dinge aufschreibt und sich wieder auf das konzentriert, was gerade vorliegt. Vielleicht ist da ja auch eine Provokation oder ein Reizthema von außen. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen, bleib freundlich, entgegenkommt, aber vielleicht da auch ein bisschen skeptisch. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind heute bei Montag, 8. April 2024. Ich hoffe, auch dein Wochenende war erholsam, entspannt und du hast dich so ein bisschen auf heute vorbereitet. Heute ist halt so ein Tag, wo sehr viele Energien zusammenprallen und man sehr aufmerksam den Tag begehen sollte. Wir haben die Sonne, die Venus, Merkur und den Mond im Widder. Das ist natürlich Temperament pur mit dem Kopf durch die Wand. Wir dürfen nicht vergessen, Merkur ist rückläufig. Das ist genau entgegengesetzt sozusagen. Man fährt also mit angezogener Handbremse. Das sollte man aber mittlerweile schon ein bisschen im Griff haben. Wir sind ja schon ein bisschen länger in dieser Rückläufigkeit und haben es am 25. dann auch geschafft. Wir haben auch Pluto im Wassermann, der eben natürlich die Eigenmächtigkeit und dieses ich mache das jetzt, ist mir egal, durchsetzen will. Und wir haben aber auch einmal Neumond im Widder, bedeutet, ja, man möchte gerne was Neues anfangen, man sollte es aber überlegen. Man sollte vielleicht entweder auf etwas Altes zurückgreifen oder man sollte die Ideen für einen späteren Zeitpunkt behalten, ja, dass man da plant, aber noch nicht umsetzt.
Und die Sonnenfinsternis. Die Sonnenfinsternis ist immer so ein, ja, ich sag mal, Warnsignal. Also es wird so überliefert immer, ja, es kann ja, Katastrophen geben, es kann irgendwelche Dinge geben, die passieren, auf die man nicht vorbereitet ist. Deswegen gilt es, sehr aufmerksam zu sein und sich nicht von dieser Feuerenergie davontragen zu lassen und eigenmächtig und stur vorzugehen. Es kann Krawall geben, Ärger, Streit, ja. Aggressionen. Und da muss man dann eben auch ein bisschen versuchen, den Boden unter den Füßen nicht zu verlieren, auch wenn Jupiter und Uranus im Stier nicht so großen Einfluss bis gar keinen auf den Löwen haben. Aber wenn du überlegst und mit Feingefühl rangehst, kann das funktionieren. Wir haben ja Mars, Neptun und Saturn in den Fischen. Und diese Intuition, das Bauchgefühl, darauf solltest du besonders achten heute. Da kann dir das eine oder andere helfen, eben nicht zu heftig und zu eigenwillig vorzugehen. Wir schauen mal, was wir in den Karten haben. Weniger ist mehr. Hindernisse beseitigen, eins nach dem anderen mit der Erdenergie. Ja, diszipliniert daran gehen, ja, sich nicht verzetteln natürlich und Geduld haben. Ich weiß, das ist schwierig, aber wir brauchen auch dieses Jahr sehr viel Geduld, ja. Und hier ist eben auch, da gibt es vielleicht ein paar Hürden zu nehmen. Mit Disziplin und Geduld schaffst du das. Und hier haben die sieben der Stäbe. Es kann durchaus sein, dass der eine oder andere dich provoziert, auf dich zugeht, vielleicht sogar mit einer Drohgebärde oder so oder irgendwie, ich sag jetzt mal, auf Krawall gebürstet. Dann ist es wichtig für dich, ruhig zu bleiben und den anderen oder die andere jeweils so ein bisschen zu beruhigen. Ja, wir reden da später drüber oder lass uns morgen noch mal darauf zurückkommen. Ja, es ist, du bist jetzt so in Rage, ne, sowas in der Art. Das ist natürlich nicht ganz einfach für ein Feuerzeichen, aber es ist die bessere Variante, als heute Dinge zu eskalieren. Wie du dich entscheidest, bleibt natürlich deine Sache. Du stehst für deine Belange ein. Aber wie gesagt, ich glaube, heute ist so ein Tag, wo man das möglichst vermeiden sollte, auch wenn der andere sehr provokant auf dich zukommt. Du bist sehr diszipliniert und geduldig, deswegen kann das gut funktionieren. Ich wünsche dir viel Kraft, gutes Gelingen und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind heute bei Montag, 8. April 2024. Ich hoffe, du hattest ein schönes, erholsames, entspanntes und ja, ich sag mal, gut vorbereitendes Wochenende auf diesen Montag. Wir haben ja schon vorher gesagt, dass wir heute sehr viele starke, ja, Feuerenergien haben. Wir haben die Sonne, den Merkur, Venus und den Mond im Widder. Der Merkur ist ja auch weiterhin rückläufig, kann die Dinge ja, erschweren durch Stagnation, durch Hindernisse, durch Missverständnisse. Da muss man natürlich ganz besonders vorsichtig vorgehen. Ja, Neumond im Widder haben wir auch noch und die Sonnenfinsternis, die eben bekanntermaßen auch, ja, dafür sorgen kann, dass zum Beispiel Streitigkeiten eskalieren. Und wenn wir dann noch Pluto im Wassermann dazu nehmen, ist die Gefahr äußerst, ja, greifbar, sag ich mal. Und da muss man einen starken Willen und eine starke Vorsicht walten lassen. Das bedeutet einfach, dass du möglichst sehr achtsam, sehr vorsichtig vorgehst, nichts überstürzt und auch selber nicht versuchst, irgendetwas mit Druck durchzusetzen. Ja, ich weiß, das ist nicht ganz leicht, das ist aber für alle nicht ganz leicht. Und wir haben natürlich auch Jupiter und Uranus, die dich unterstützen. Die sind beide im Stier. Da hast du Erleichterungen. Verändern würde ich jetzt momentan noch nichts. Ich würde bei dem bleiben, was ich kenne, Routine, nichts überstürzen, nicht zu viele Dinge gleichzeitig machen, ja, und vor allen Dingen nichts versprechen. Wir haben Mars, Neptun und Saturn in den Fischen, Feingefühl, Intuition, ja, aber auch eben Neptun, der dich auf die falsche Fährte locken kann, gefühlsmäßig oder gedanklich. Auch da solltest du dich an die Fakten halten und möglichst, ja, dich auch nicht provozieren lassen, klar. Weil du könntest die Sache auch falsch verstanden haben, zum Beispiel, ja. Also bleib ganz ruhig, auch nicht zu viel Kritik üben, wenn es geht, ja. Ich glaube, das käme heute nicht so gut an. Ganz ruhig sich auf das tun, was man tut, konzentrieren. In der Ruhe liegt die Kraft. Vier der Schwerter bedeutet gut überlegen vor den Handlungen. Zwei der Kelche ist das Gespräch auf Augenhöhe und die drei der Schwerter. Es kann durchaus sein, dass jemand etwas sagt oder tut, was dich kränkt. Nun kann es auf der einen Seite so sein, dass du es
falsch verstehst, der andere sich falsch ausdrückt oder die Umstände noch nicht geklärt sind. Sei da einfach ein bisschen neutral, wenn es irgendwie geht. Wir haben den König der Stäbe. Da ist eben diese Feuerenergie auch mit drin. Da ist eben auch dieses, ich setze mich jetzt durch, ich mache jetzt was. Das kann sowohl bei dir vorkommen, als natürlich auch bei deinem Gegenüber. Diese zwei der Kelche muss nicht im Privaten sein, kann natürlich auch. Ich würde einfach versuchen, Ruhe zu bewahren, ja, möglichst das zu tun, was geht, und darüber hinaus Dinge, Gespräche, Austausch verschieben auf einen der nächsten Tage und versuchen da jetzt nicht so viel umzusetzen, beziehungsweise da jetzt nicht einen Streit auszutragen. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, ja, solltest du das wirklich gut überlegen, was du sagst und wie du etwas sagst. Am besten ist, sich aus der Sache herauszuziehen in irgendeiner Form, ja, damit das nicht eskalieren kann. Kann natürlich sein, dass hier das jemand ist, der selber eskaliert. Und dann ist es besser, der Zuschauer zu sein als der Betroffene. Also höchste Vorsicht, ja. Vielleicht ist das, wie gesagt, auch ein Missverständnis. Das müssen wir dann die nächsten Tage klären. Aber ruhig Blut, nichts überstürzen. Viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind heute bei Montag, 8. April 2024. Ich hoffe, du hast dich am Wochenende gut erholt, Kraft geschöpft, gesammelt, dich darauf ein bisschen eingestellt, sehr sensitiv zu sein. Das kann nämlich helfen heute. Wir haben heute, wie schon zuvor, natürlich die Sonne, die Venus und den Merkur im Widder. Der Merkur ist natürlich weiterhin rückläufig. Wir haben auch den Mond im Widder. Wir haben Neumond im Widder und wir haben die Sonnenfinsternis. Ich habe da schon am Wochenende von gesprochen. Es kann zu Eskalationen kommen. Es kann der ein oder andere wirklich auch die Nerven verlieren. Es kann sein, dass jemand sehr aggressiv reagiert. Darauf sollte man sich vorbereiten, beziehungsweise deshalb eben sehr aufmerksam und achtsam durch den Tag gehen. Ja? Also mehr oder weniger wie auf Eierschalen, ein bisschen gucken, was um einen herum geschieht und sich natürlich auch auf die Personensituationen einstellen. Wir haben den Pluto im Wassermann. Das kann dich, aber auch andere natürlich dazu verleiten, so den eigenen Willen durchzusetzen. Man kann auch natürlich selber Groll empfinden, ganz klar. Und den mussten oder sollte man im Griff haben. Du entscheidest das immer selbst, aber ich kann ja sagen, so sind die Energien und man sollte da einfach ein bisschen drauf achten, dass man da nicht so reingezogen wird, ja. Die Sonnenfinsternis beinhaltet immer auch Krawalle, Auseinandersetzung, Aggression und auch im Gespräch mit Merkur rückläufig kann es riskant werden. So, wir haben Jupiter und Uranus im Stier, nicht sehr große Auswirkungen auf dich. Wir haben aber auch Mars, Neptun, Saturn in den Fischen. Da sollte man sich auf sein Bauchgefühl, seine Intuition ein bisschen einstellen und mit Menschen Situationen beobachten, was da so geschieht, nicht unaufmerksam durch die Welt gehen und natürlich auch darauf achten, ja, wie man Auto fährt, dass man nicht durch Nervosität oder irgendwas Dinge umschmeißt, über seine eigenen Füße stolpert etc. Ne, die Gefahr besteht, wenn man unachtsam ist, dass man, ja, wie gesagt, sich auch stoßen kann oder so. Also am besten ist es sehr vorsichtig, sehr langsam und sehr bedacht, auf die Dinge zuzugehen und auch nur eine Sache zu machen. Wir schauen mal, was wir für die Waage haben. Disziplin, also konzentriert und diszipliniert an die Dinge rangehen, gut überlegen, ja, auch die Worte gut wählen und sich rückbesinnen vielleicht auf zum Beispiel Dinge, die in der Vergangenheit funktioniert haben, ne, auch im Gespräch, was du schon mal so, was du an Erfahrung gesammelt hast, oder auf Dinge zurückgreifen. Das geht bei Merkur rückläufig. Und da ist eben die zwei der Stäbe, es liegt in deiner Hand, ob du jetzt zum Beispiel dich auf Dinge einlässt oder nicht. Es wäre natürlich gut, wenn du so ein bisschen auch auf Ruhe und Entspanntheit für dich selber sorgst und nicht hier mit den zwei der Stäben hin und her springst. Ja? Also konzentriere dich auf eine Sache, überlege deine Worte, man kann auch manchmal einfach nur zuhören. Überleg dir auch, was du machen möchtest. Vielleicht
kümmerst du dich auch um etwas, was liegen geblieben ist? Das ist natürlich deine Entscheidung, ne? Und wichtig, sich natürlich nicht in Streitigkeiten, auch wenn jemand auf Krawall gebürstet ist, hineinziehen zu lassen. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg, gutes Gelingen. Wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind bei Montag, 8. April 2024. Wir haben ja nach dem hoffentlich erholsamen, entspannten Wochenende eine, sagen wir mal, kritische Energie heute. Mehrere kritische Energien. Wir haben die Sonne, den Merkur, Venus und den Mond im Widder. Der Merkur ist auch weiterhin rückläufig natürlich. Wir haben Neumond im Widder und wir haben die Sonnenfinsternis. So, jetzt haben wir auf der einen Seite die Feuerenergie mit dem Kopf durch die Wand, eigensinnig, stur, auch, ja, ich sag mal, einsame Entscheidungen treffend. Und dann haben wir eben auch die Energie, dass die Dinge stagnieren, dass man nicht vorankommt und dass man dann wütend werden kann. Das Aggressionspotenzial ist heute hoch, auch gerade mit der Sonnenfinsternis, die immer so, ich sag mal, einen schwierigen Zeitabschnitt mit einläutet. Ja, zumindest heute, da sollte man sehr vorsichtig sein. Jetzt haben wir noch Pluto im Wassermann dazu. Es kann sein, dass in deinem Umfeld oder auch du selber die Leute auf Krawall gebürstet sind. Ja, da sollte man sehr vorsichtig sein, denn das kann durchaus eskalieren. Und das sollte man natürlich nicht zulassen. Wichtig ist, auf sich selbst Acht zu geben, jeden Schritt genau abzuwägen, langsam zu machen, nicht zu viel auf einmal zu tun und sich natürlich auch nicht in irgendetwas hineinziehen zu lassen. Du hast Unterstützung von Jupiter und Uranus im Stier. Verändern würde ich jetzt gerade nichts. Ich würde einfach versuchen, die Erleichterungen, die Jupiter bringt, anzunehmen und vorsichtig vorzugehen. Du hast Unterstützung auch von Mars, Neptun und Saturn in den Fischen. Intuition, Feingefühl, Sensitivität zu nutzen, um auch zu sehen, dass das vielleicht mehr an den Energien liegt als an den Personen. Also das auch nicht zu persönlich zu nehmen und dich selbst auch, ich sage jetzt mal, gut im Griff zu haben. Ich denke, da besteht beim Skorpion nicht so eine große Gefahr. Wir haben den König der Schwerter. Das ist die, ja, Wassermann-Energie vielleicht. Jemand sagt etwas. Die Neun der Stäbe. Da ist so ein bisschen Erschöpfung drin. Und der Turm. Es kann sein, dass du von irgendeinem, der hier ist, zugelabert wirst, ja, oder jemand dir sein Wissen aufdrängen will, dass du sehr ermüdet bist und dass du damit zu kämpfen hast. Ich verstehe das. Du möchtest gerne was erwidern, aber durch die Warnung bist du vielleicht vorsichtig und das ist natürlich anstrengend. Der Turm sagt, du wirst die Hindernisse überwinden. Weniger ist mehr. Mach langsam. Und hier haben wir den König der Münzen. Das bedeutet, die beste Art und Weise, mit vielleicht auch streitbaren Zeitgenossen oder schwierigen Situationen umzugehen, ist, sich nicht zu verausgaben, ganz bei sich zu bleiben, auf sich Acht zu geben, eins nach dem anderen abzuarbeiten, ruhig zu bleiben und sich auch innerer Sicherheit zu bemächtigen. Also ich denke, dass du eine starke Persönlichkeit bist, die so auf ihren inneren, ja, Sicherheits, wie soll ich das sagen, auf die Basis zurückgreift. Also du bist jemand, der Dinge sehr stark aussitzen kann. Heute ist so ein Tag, wo man lieber aussitzen sollte als kämpfen und wo man eben Ruhe bewahrt und wo man sich dann sagt, das klären wir in den nächsten Tagen oder wir kümmern uns darum und so ein bisschen auf Distanz geht. Du bist ja auch sehr skeptisch. Deswegen, heute ist es so, dass du da bitte nicht zu, sagen wir mal, kritisch rüberkommst, sondern eher gemäßigt, vielleicht auch tolerant oder so ein bisschen, du musst dir nicht alles gefallen lassen, das ist nicht damit gemeint, aber diese Dinge nicht eskalieren zu lassen. Sei der ruhende Pol. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind heute bei Montag, 8. April 2024. Ja, ich hoffe, dein Wochenende war schön, erholsam, du hast dich vorbereitet und gehst da, ich sag jetzt mal, mit einer gewissen Disziplin und Aufmerksamkeit an die Dinge ran, denn das brauchen wir heute. Wir haben die Sonne, den Merkur, die Venus und den Mond im Widder. Der Merkur ist natürlich weiter rückläufig und erschwert uns natürlich das Vorankommen, sonst wäre es ja einfach, ja.
Wir haben auch heute Neumond im Stier und wir haben die Sonnenfinsternis. Alles Punkte, die es für dich als Schützen auch wichtig machen, sich davon nicht davontragen zu lassen. Der Pluto ist auch im Wassermann und kann dich dazu verleiten, ein bisschen eigenmächtig und selbstgerecht daherzukommen. Aber ich denke, durch die Warnung wirst du das ein bisschen unterbinden oder versuchen auf jeden Fall. Wir haben mit der Sonnenfinsternis damit zu kämpfen, dass man ja in Situationen kommt, die man nicht vorhersehen kann und dass man da besonders achtsam und vorsichtig jeden Schritt wählt heute. Also nichts irgendwie dem Zufall überlassen, eher so mit der Erdenergie gehen, langsam machen, diszipliniert an einer Sache arbeiten, sich vielleicht auch in der Kommunikation zurückhalten wegen Merkur rückläufig. Es kann durchaus sein, dass der eine oder andere, und da bist du auch nicht ausgeschlossen, heute auf Krawall gebürstet ist. Und da sollte man sich unter gar keinen Umständen drauf einlassen. Das könnte nämlich heute gerade eskalieren. Also bitte vorsichtig. Nun haben wir mit Jupiter und Uranus im Stier nicht wirklich eine Hilfe. Jupiter ist hier natürlich gewogen, aber ganz weit weg. Wir haben dafür Mars, Neptun und Saturn in den Fischen. Und Neptun verwischt ja auch deinen Blick fürs Wesentliche, ob jetzt gefühlsmäßig oder gedanklich. Da musst du auch drauf achten. Deine Intuition oder dein Warnsignal, je nachdem, was kommt, das solltest du natürlich beachten und sehr aufmerksam den Tag begehen. Wir schauen mal, was wir für den Schützen haben. Fünf der Stäbe, du bist vielleicht auch nervös aufgrund dieser Warnung. Langsam machen, ja, nichts überstürzen, einen Schritt nach dem anderen. Gut überlegen, das ist die Jungfraukarte der Eremit. Also planen, bevor du etwas tust, ja. Wir haben hier den Widerstand. Es kann durchaus sein, dass du selbst auch mit Widerstand in dir zu kämpfen hast. Einmal mit Neptun natürlich, dann mit dem großen Gefühl, ich möchte was umsetzen, ich habe so gute Ideen, schreib sie dir auf. Du kannst sie zu einem späteren Zeitpunkt umsetzen, vielleicht kannst du was vorbereiten, vielleicht kannst du auf etwas zurückgreifen, vielleicht kannst du dich mit etwas ablenken, ja, etwas ausmisten, aufräumen, Ordnung schaffen, ja. Die Planung ist besser und darauf solltest du dich konzentrieren. Du musst jetzt dir auch natürlich nicht alles gefallen lassen, aber du solltest in jedem Fall Acht geben, dass du dich nicht in irgendeine Eskalation hineinziehen lässt oder wenn du Gefahr irgendwie spürst, dass du dich da auch raushältst, ja. So sehr du natürlich auch jemand bist, der für Gerechtigkeit einsteht oder vielleicht auch, ich sag mal, die Wahrheit verkündet, du solltest heute wirklich ein bisschen bescheiden und ein bisschen zurückgezogen. Der Eremit ist ja auch der Einsame sozusagen, der Eremit, der sich auf seine Sachen zurückzieht, bleiben, ja. Und wie gesagt, lass einfach Kritik oder alles andere an dir abprallen, ja. Das muss dich nicht belasten. Man kann auch später über die Dinge sprechen. Man kann auch sagen, das regeln wir später. Die Nervosität, die du hast, die solltest du in den Griff kriegen. Gerade deshalb solltest du besonders langsam machen heute. Das gilt nicht nur für dich, sondern auch für die anderen. Das ist für alle Beteiligten heute vielleicht riskant. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind heute bei Montag, 8. April 2024, und ich hoffe, du hast am Wochenende dich erholt, dich vorbereitet, dich entspannt, ja, und gehst da heute ganz ruhig und gelassen an die Dinge heran. Wir haben heute genau wie zuvor auch die Sonne, den Merkur und die Venus im Widder. Wir haben auch den Mond im Widder und natürlich ist Merkur weiterhin rückläufig. Das erschwert das Vorankommen. Mit dieser feurigen Energie wollen wir wahrscheinlich auch mit dem Kopf durch die Wand die Dinge umsetzen, lässt sich aber mit Merkur rückläufig nicht machen. Dazu kommt der Neumond heute im Widder, dass man eben auch Neues beginnen möchte. Man sollte lieber Dinge erledigen, die liegen geblieben sind oder die neuen Dinge zumindest vorbereiten, aber noch nicht umsetzen. Wir haben auch heute die Sonnenfinsternis, was eben auch immer eine Gefahr birgt, dass Dinge eskalieren können, was natürlich mit der Feuerenergie ganz besonders riskant ist, sich da auf Streitigkeiten, Auseinandersetzungen einzulassen. Man sollte sehr achtsam sein. Wir haben auch Pluto im Wassermann, der natürlich noch seiniges dazu packt, wo man dann eben auch so ein bisschen stur und eigenwillig oder rechthaberisch daherkommen kann. Oder es begegnet dir, ja. Da ist äußerste Vorsicht geboten, sich davon eben nicht reizen zu lassen auf Gegenwehr oder ich sage jetzt mal, dass man dann
auftrumpft oder irgendwas mit Gewalt durchsetzt oder so. Bitte nicht. Du hast Unterstützung von Jupiter und Uranus im Stier. Erleichterungen mit Jupiter. Verändern würde ich jetzt gerade nichts. Ich würde mich auf das Wesentliche konzentrieren, das erledigen und ansonsten sehr behutsam vorgehen. Wir haben Mars, Neptun und Saturn in den Fischen. Das Einfühlungsvermögen ist heute auch so dein Warnsignal oder dein Hinweis darauf, wie die Stimmung ist, wie deine Mitmenschen unterwegs sind und was jetzt sozusagen angemessen ist, ja. Natürlich kann es sein, dass da, wie gesagt, jemand ausflippt oder so, aber lass dich bitte nicht darauf ein. Sei vielleicht ruhig, entspannt und lass dich eben nicht in irgendeinen Krawall hineinziehen. Wir haben für den Steinbock heute den König der Stäbe, da musst du aufpassen. Es kann sein, dass du heute einer derjenigen bist, die dann versuchen, auch mit dieser Feuerenergie, ja, ich sag mal, die Ellbogen auszufahren. Wir haben die Herrscherin. Du kommst erstmal gut voran, was gut ist, ja. Und wir haben die Disziplin. Natürlich kannst du was erreichen. Aber bitte bleib in einem gesunden Maß und versuch auch nicht zu viel Druck auf andere auszuüben. Solange das jetzt hier nur dich betrifft und du deiner Arbeit nachgehst, alles gut. Wir haben den König der Münzen. Das ist ja auch deine Energie. Auf dem Teppich bleiben, sich natürlich auch selber nicht überfordern, denn diese Energie heute auch mit der Sonnenfinsternis kann dazu führen, dass man sich auch überarbeitet, dass man sich zu viel zumutet und dass man unachtsam ist und ich sage jetzt mal die Treppe runterstolpert oder auch zu sehr aufs Gaspedal drückt. Da ist natürlich wichtig, dass du diszipliniert darauf achtest, ne? Und eben auch gemäßigt vorgehst, was die Energien betrifft, auch was vielleicht deine Selbstüberschätzung in dem Moment, was Arbeit betrifft, auch, dass du da ein bisschen aufpasst, ja, dass du dich selbst auch ein bisschen überprüfst, dass du da nicht übertreibst. Auch wenn du alleine zum Beispiel arbeitest an etwas, bitte nicht übertreiben, ja. Wie gesagt, das könnte da auch in andere Richtungen gehen, was ungesund ist oder was nicht gut ist, ja. Also bleib auf dem Teppich und versuche da in Ruhe den Tag hinter dich zu bringen, ja, auch in Bezug auf Mitmenschen. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind heute bei Montag, 8. April 2024. Ich hoffe, dein Wochenende war erholsam und du hast dich ein bisschen auf den heutigen Tag mit vorbereitet. Wir haben die Sonne, den Merkur, die Venus und den Mond im Widder. Natürlich ist Merkur weiterhin rückläufig. Wir haben auch einen Neumond im Widder und wir haben die Sonnenfinsternis. Also erstmal die ganze, ja, ich sag mal, sehr temperamentvolle Energie im Widder. Wir haben den Pluto im eigenen Zeichen, wo man dann auch ein bisschen zu fordernd, zu selbstgerecht und sich auch überschätzend daherkommen kann. Die Sturheit wird dann natürlich von der Feuerenergie unterstützt und man will dann etwas erzwingen. Das solltest du besser heute lassen. Also bitte nicht, weil das kann zu großen Streitigkeiten führen, eskalieren, schiefgehen, auch gerade mit der Sonnenfinsternis, was immer in der Vergangenheit auch eben zu Vorfällen geführt hat, womit man nicht rechnen konnte. Deswegen sollte man jetzt genau und achtsam jeden Schritt, einen Schritt vor den anderen setzen. Wir haben Jupiter, Uranus im Stier, die haben auch auf dich nicht so viel Einfluss, bis gar keinen. Wir haben dann auch Neptun, Saturn und Mars in den Fischen. Das ist so, ich sag mal, das Plus, dass man sich auf die Situation, die Mitmenschen, so ein bisschen einstellen sollte, gefühlsmäßig, energetisch könnte man sagen. Erstmal checken, wie ist die Laune, was geht ab, wie fühle ich mich, wie bin ich selber unterwegs, vielleicht bist du auch schlecht gelaunt zum Beispiel. Ja, da musst du ein bisschen drauf achten, dass du da eben auch nicht eskalierst, ja. Alles, was heute eskalieren könnte, sollte man nach Möglichkeit vermeiden. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, kann man sich ja immer noch zurückziehen. Ja, also ich denke, du bist als Wassermann natürlich mit dem Pluto im eigenen Zeichen auch gefährdet, da so ein bisschen zu übertreiben. Ich hoffe, das passiert nicht und du ja, kannst damit gut umgehen. Halte dich so ein bisschen an die Erdenergien, pragmatisch vorgehen, eins nach dem anderen, also sich nur einer Sache widmen und auch natürlich ein bisschen tolerant und zurückhaltend zu sein. Wir haben den Mond. Da ist eben auch etwas, was gefühlsmäßig an die Oberfläche kommt. Wir haben die Anpassungsfähigkeit mit dem Rat des Schicksals und wir haben die Königin der Münzen.
So, das ist im Grunde genommen eine sehr schöne Energie. Natürlich nicht mit dem Mond. Der Mond bringt Dinge an die Oberfläche. Das kann durch die Wassermann-Energie sein im Pluto. Das kann auch durch die Feuerenergie im Widder sein, dass da irgendwas so ein bisschen brodelt unter der Oberfläche. Du bemühst dich aber darum, das eben nicht so nach außen zu zeigen. Du versuchst damit zu arbeiten oder daran zu arbeiten. Das finde ich sehr löblich. Das ist sehr gut. Und hier mit der Mäßigkeit, Gefühl und Intellekt in Einklang zu bringen. Das ist sehr gut, ja. Also, wenn hier heute irgendwas hochkocht, dann ist es natürlich eigentlich wichtig, darüber zu reden, aber vielleicht nicht unbedingt heute. Wir haben den Merkur rückläufig, man wird missverstanden. Man kann natürlich versuchen, da eben auch herauszufinden für sich selber, wo kommt das her, warum ist das entstanden und was kann ich selbst da tun, um das zu verbessern, ja. Ich mache meine Arbeit, ich versuche, Gefühl und Intellekt in Einklang zu halten und achtsam zu sein. Das ist besonders wichtig heute, nicht zu schnell fahren, nicht, ja, ich sag mal, zu rabiat zu sein, wenn man irgendwas durchsetzen will und sich auch selbst bitte nicht provozieren zu lassen. Das ist wichtig. Vielleicht konzentrierst du dich auf eine Sache und damit bist du dann beschäftigt und hast vielleicht gar nicht so viel Kontakt nach außen. Kann ja auch sein. Aber dann gilt es auch, langsam zu machen. Man muss sich da auch selbst ein bisschen disziplinieren. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind heute beim Montag, 8. April 2024 und ich hoffe, dein Wochenende war erholsam. Du hast dich entspannt und relaxed und bist ganz achtsam heute unterwegs. Das ist wichtig, weil wir haben heute Sonne, Merkur, Venus, Mond in Widder. Merkur ist weiter rückläufig. Wir haben Neumond in Widder und wir haben die Sonnenfinsternis. Da kann der eine oder andere und auch du natürlich auf Krawall gebürstet sein. Ja, mit Pluto im Wassermann wird das natürlich noch verstärkt. Man will sich unbedingt durchsetzen, eigenwillig oder eigenmächtig handeln. Das sollte man lieber lassen. Ganz pragmatisch vorgehen, das tun, was gerade ansteht. Bitte nur eine Sache, nicht zu viel gleichzeitig und sich auch nicht zu sehr, ich sag mal, von anderen beeinflussen, beeindrucken lassen als Fisch. Der Jupiter und der Uranus helfen dir. Da ist eben auch mit Jupiter die Erleichterung, dass die Dinge nicht so schwer fallen. Du kannst dich gut auf andere einstellen. Du achtest auch auf deine Gefühlswelt, wenn da auch Warnsignale kommen, dass jemand ein bisschen aggressiv daherkommt. Am besten, ja, sich verkrümeln, ja. Wir haben dann auch natürlich den Mars, Neptun und Saturn in den Fischen. Kann dich bisweilen mit Neptun auch ein bisschen unaufmerksam machen. Aber wie gesagt, versuche heute eben so wenig, also wenige Dinge ordentlich zu erledigen, dich nicht von Dingen ablenken zu lassen und auch jeden Schritt sehr vorsichtig zu gehen, die Treppe runter oder mit dem Auto fahren und so weiter, dass man da eben sehr achtsam ist und sich nicht Gedanken verloren, ich sag mal, über was aufregt oder so und dann vielleicht auch aufs Gaspedal drückt oder so. Das ist eigentlich wichtig, ne? Man kann sonst heute mit dieser Sonnenfinsternis vielleicht auch, naja, in Schwierigkeiten geraten. Und das möchten wir ja nicht. Deswegen, jeder kann so ein bisschen dazu beitragen, dass da keine Eskalationen stattfinden. Wir schauen mal, was wir für die Fische haben. Intuition natürlich, das ist so, sich darauf einstellen, dass man seiner Intuition auch folgt. Da ist der Fokus, ja. Konzentrieren, auch auf die Gespräche sehr vorsichtig vorgehen, sich nicht in Krawalldinge reinziehen lassen, sich auch nicht selber zu irgendwas überreden lassen, auch wenn da Druck ausgeübt wird, ja, ne. Also, wenn Dinge anstehen, über die geredet werden soll, sollte man das vielleicht auf die nächsten Tage verschieben. Das ist auch nicht viel leichter, aber heute ist es halt so ein bisschen. Naja, es kann eskalieren, das braucht ja keiner. In der Ruhe liegt die Kraft, ruhig vorgehen, sich nicht überarbeiten, nicht zu viele Dinge gleichzeitig tun, sich überlegen, was der nächste Schritt ist und dann den nächsten Schritt gehen, sonst nichts. Du kannst natürlich planen, neue Dinge planen, wir haben ja den Neumond im Widder, aber du solltest sie noch nicht umsetzen. Was du bei Merkur rückläufig tun kannst, ist dich vielleicht auch um Dinge kümmern, die liegen geblieben sind, aufräumen, ausmisten, solche Sachen gehen
und natürlich auch gut überlegen, was jetzt zu tun ist. Die Situation können ja auch, ja, ich sag mal, auf dich zukommen heute. Also ganz in Ruhe, kein Stress. Lass dich bitte nicht nervös machen. Wenn du nervös bist, dann geht's erst recht schief. Lieber Bauchgefühl, Konzentration, Gespräche, Achtsamkeit und vielleicht auch Beruhigen von aufgebrachten Leuten, ne? Das könnte so heute funktionieren. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder.